Dank je vielmal voor alle, die ons immer wieder begeleiden, überall. Also, Simon hat jetzt das Gefühl, ich sei jetzt lang genug an der Sonne gesehen, hier unten. Und ich hätte den Arm hier oben gehabt. Jetzt soll ich mal einen Schatten aufkommen und darf den Arm oben abnehmen. Also, wir haben heute eine Schlacht verloren, aber nicht den Krieg. Weil es sind nur zwei Abstimmungen gewesen, zwei Gesetze, die es auf den Weg gebracht haben im Bundeshaus. Und wo dank viel Einsatz von der direkten Demokratie ist es heute zu dieser Abstimmung gekommen, die wir leider verloren haben. Aber wie gesagt, es fängt jetzt erst an, weil die Verfassung ist das oberste Rechtsorgan der Schweiz. Und die Verfassung müssen wir verteidigen als Bürger. Wir dürfen unsere Politik nie mehr so allein lassen, denn sie haben unser blindes Vertrauen nicht verdient. Der Souverän muss seine Souveränität auch beweisen und darum müssen wir uns immer wieder auf die Strasse machen und alle Massnahmen zum Schutz der Verfassung fördern und mittragen. Wir haben gestern dürfen, oder ich gestern dürfen als Sprecher auf dem Gurten oben in Bern eine neue Bewegung vorstellen, nämlich die Union Souveräner Völker, USV. Ich kann alles darüber aus dem Internet nehmen. Es wird eröffnet, es gibt eine Medienkonferenz und es läuft auch dort eine starke Bewegung an, in Ergänzung zu allen Sachen, die hier schon laufen. Ich zähle auf eure Unterstützung und ich weiss, sie wird gross, weil die Verfassung strahlt in die ganze Welt aus und alle friedliebenden Völker und Menschen auf dieser Welt, die hätten auch gerne so eine Rechtsordnung. Und darum sind wir in der Verantwortung, dass wir unsere Rechtsordnung wieder aufs richtige Fundament stellen, nämlich richtig hochhalten und auch richtig anwenden. Was heute passiert ist mit der Annahme von dem Covid-Gesetz, das ist schon mehrmals gesagt worden, ist verfassungswidrig. Also das Gesetz selber ist verfassungswidrig. Das PMT-Gesetz, das wissen die noch gar nicht im Bundeshaus. Nach unserer Verfassung und nach dem Strafgesetz wäre eigentlich der erste Akt unter dem neuen Gesetz, dass das Bundeshaus müsste in Quarantäne gesetzt werden und die entsprechend dem neuen Gesetz untersucht werden. Weil was wir jetzt erlebt haben, wären 15 Minuten, wären 15 Monate. Das ist ein Terror gegen den Souverän von unserer Staatsführung, die eigentlich dem Volk müsste dienen. Dass uns das nicht mehr passiert und dass wir noch ein bisschen mehr vereint werden, machen wir schnell das miteinander, wo es im Bundeshaus so sträflich vernachlässigt haben, wir schwören unseren Eid oder das Gelübde da schnell schwören. Tun wir bitte nachher sagen, ich schwöre es oder ich gelobe es. So wie das im Bundeshaus auch laufen sollte. Unsere Eidesformel lautet heute, wir schwören vor unserer Schöpfung oder wir geloben, unsere Verfassung und die Gesetze zu beachten und uns nie mehr willkürlich unterwerfen zu lassen. Ich schwöre es! Danke vielmals, wir bleiben dran. Die Arbeit fängt erst richtig an. Danke. So, meine Lieben.